Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, in der Tat ist es schön, heute hier in Berlin zu sein. Wir sind in der Stadt, in der vor 25 Jahren nicht nur die deutsche Teilung endete, sondern auch die Teilung Europas, nachdem der eiserne Vorhang in Ungarn schon lange löchrig war, endgültig ein Ende gefunden hat. Und wir als Union haben immer gesagt, deutsche Einheit und europäische Einigung, das gehört zusammen. Dann haben wir immer geglaubt, das hat sich bewahrheitet. Und von Wolfgang Schäuble stammt der Satz, wir haben unsere Einheit gewonnen, weil Europa seine Teilung überwinden wollte. Trotzdem ist richtig, wenn man im April 1989 die Menschen gefragt hätte, glaubt ihr, dass in 25 Jahren ganz selbstverständlich die Ungarn, die Polen, die baltischen Länder zur Europäischen Union gehören, dann hätten viele daran nicht geglaubt. Wenn man vor 25 Jahren die Menschen gefragt hätte, glaubt ihr daran, dass wir in Europa eine gemeinsame starke Währung haben, dann hätten viele daran nicht geglaubt. Und das zeigt, wie stark diese europäische Idee ist, über die wir heute auch sprechen. Wir beschließen eben nicht nur ein Wahlprogramm, wir nominieren nicht nur unsere Kandidaten und unterstützen sie und wir starten nicht nur in unseren Europawahlkampf. Wir reden über unsere Idee, was heißt Europa 25 Jahre nach dem Fall der Mauer für uns als Christdemokraten und für uns als Deutsche. Darum geht es bei dieser Europawahl eben auch. Und nachdem wir die politische Kraft waren, die immer an die deutsche Einheit geglaubt hat, müssen wir jetzt die politische Kraft in diesem Land sein, die deutlich sagt, wir glauben daran, dass aus der deutschen Einheit für uns als Deutsche die Verantwortung erwächst, einen Beitrag für Frieden, Freiheit und Wohlstand in ganz Europa zu leisten. Darum geht es heute eben auch. Warum sage ich das so? Ich bin Baujahr 74, manche sagen, es ist kein schlechter Jahrgang, immerhin sind wir Fußball-Weltmeister geworden 1974, der erste Golf ist vom Band gerollt. Manche nennen meine Generation deswegen auch die Generation Golf. Manche böse Zungen sagen, der größte Schreck in unserer Jugend war, dass Ryder irgendwann Twix hieß. Aber wahr ist, keine Generation ist in diesem Land so behütet aufgewachsen. Keiner Generation ging es vorher so gut wie meiner Generation. Und das haben wir zu verdanken der Leistung unserer Eltern und Großeltern, die dieses Land aufgebaut haben. Und das haben wir der Leistung der CDU zu verdanken, von Konrad Adenauer über Ludwig Erhard bis zu Helmut Kohl. Und deswegen ist Deutschland bis heute ein Land mit Chancen für alle Menschen, mit Wohlstand, in dem man sicher leben kann, mit einem Gemeinsinn, der unglaublich ist. Und das lassen wir uns nicht kaputtreden. Deswegen sind wir stolz auf unser Land, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin der Überzeugung, für meine Generation erwächst daraus auch eine Verpflichtung. Wir müssen einen Beitrag leisten, dass das so bleibt. Und es ist ein Vermächtnis, dessen wir uns wert erweisen müssen. Für mich ist in meinem Leben der Fall der Mauer immer noch ein ganz besonderer Moment. Ich war damals 15 Jahre alt und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, ich habe damals alles verstanden, was ich da im Fernsehen gesehen und in den Zeitungen gelesen habe. Aber es hat mich tief bewegt, dass Menschen im selben Moment lachen und weinen, weil sie frei sind. Seitdem hat Freiheit für mich einen besonderen Wert und ich wusste in dem Moment auch, später werden mich andere danach fragen, wie hast du das eigentlich erlebt? Wie war das damals im Herbst 1989? Dass das ein historischer Moment für diese Welt und für unser Land war, war mir bewusst. Die Menschen auf den Montagsdemonstrationen und an anderer Stelle haben diese Freiheit erkämpft. Aber die Union war die politische Kraft, die gesagt hat, wir nutzen diese Chance. Und was mich damals auch als junger Mensch an der CDU begeistert hat, war, dass wir das nicht wehleidig und zaghaft getan haben,
sondern dass wir an die Chance geglaubt haben, dass wir das Gute gesehen haben, dass wir mit Zuversicht und Gottvertrauen gesagt haben, ja, wir schaffen das, diese deutsche Einheit ist eine große Chance und ein Geschenk, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Und das ist bis heute so, das ist eine ganz zentrale Haltung und eine Leistung, auf die wir als Christdemokraten bis heute stolz sein können, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt bin ich als Abgeordneter viel in Schulen unterwegs. Und wenn man mit jungen Leuten diskutiert, dann kommt immer irgendwann die Frage, warum haben Sie eigentlich angefangen, Politik zu machen? Und warum sind Sie in die CDU eingetreten? Und ich erzähle dann immer die Geschichte, wie ich am 10. November aus dem Urlaub vom Tegernsee nach Hause nach Wächtersbach gefahren bin und wir auf der Autobahn diese Autos überholt haben, die ich vorher noch nie gesehen hatte, wo man gar nicht genau wusste, warum die überhaupt fahren können, Trabis. Und ich weiß noch bis heute, dass wir 117 Trabis auf dem Heimweg überholt haben. Und ich habe es seitdem nie wieder erlebt, dass die Menschen, die man überholt, nicht nur hupen, das kommt heute noch öfters vor, aber alle fröhlich gewunken haben. Das war ein bahnbrechendes Erlebnis für mich damals und das hat mich tief beeindruckt. Daran denke ich noch heute. Jetzt ist es aber so, wenn ich diese Geschichte erzähle, dann kann es vorkommen, und so war es neulich wieder, dass sich ein junges Mädchen in der ersten Reihe zu ihrem Nebenschüler umdreht und dann sagt, so halb, dass ich es höre, mein Gott, ist der alt. Was daran liegt, dass diese junge Generation, die jetzt in Deutschland groß wird, gar nichts anderes kennt. Und das ist ein Segen und ein Geschenk. Diese Generation, die jetzt in Deutschland heranwächst, kennt nichts anderes als ein in Frieden und Freiheit vereintes Deutschland. Und das ist gut so. Aber gerade weil das so ist, müssen wir mit jungen Menschen darüber reden, was diese Freiheit für ein besonderer Wert ist. Wir müssen ihnen die Geschichte immer wieder erzählen. Und ich finde es richtig, dass wir im Jahr 2014, 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges, auch diese Verbindung herstellen. Deutsche Einheit, europäische Einigung gehören immer zusammen. Vor 100 Jahren sind die jungen Menschen begeistert auf diesem Kontinent gegeneinander in den Krieg gezogen. 100 Jahre später wählen die jungen Menschen auf diesem Kontinent zusammen ein gemeinsames Parlament. Und darauf können nicht nur wir Deutsche, darauf können alle Völker Europas stolz sein, dass wir das zusammen geschafft haben, dass wir diese europäische Einigung so auf den Weg gebracht haben. Jetzt habe ich in den ersten Monaten auch viele Termine gemacht bei den Freunden vor Ort. Ich war in Magdeburg. Und in Magdeburg habe ich auf einer Veranstaltung gesprochen über Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Wir haben über das Freihandelsabkommen diskutiert, über die Staatsschuldenkrise in Europa. Und irgendwann während meiner Rede, es war auch ein leichtes Murmeln zu hören, stand ein altes CDU-Mitglied auf, 83 Jahre alt, unterbrach mich in meiner Rede und sagte, er wolle nur kurz etwas erzählen. Er wäre im Dritten Reich in die Schule gegangen und er hätte in der Grundschule das Lied »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben wir ein tapferer Held« lernen müssen. Und er hat nur eine Bitte. Er möchte, dass nie wieder Kinder in Europa solche Lieder lernen müssen. Und ich finde, das sollten wir ihm versprechen, weil Europa für uns eben nicht nur ein Binnenmarkt und eine gemeinsame Währung ist, sondern weil Europa für uns auch eine Wertegemeinschaft ist. Und wir erleben ganz aktuell mit Blick auf die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim durch Putin oder die Sperrung von YouTube und Twitter durch Erdogan, dass diese Wertegemeinschaft gelebt werden muss. Und wir lernen aus meiner Sicht, aus diesen beiden genannten Beispielen der Krim und der Sperrung von neuen Medien durch den türkischen Ministerpräsidenten zweierlei. Erstens, die Türkei gehört so nicht in die Europäische Union. Und zweitens,
Wir lernen auch, dass diese Freiheit eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie jeden Tag neu errungen werden muss und dass wir jeden Tag für sie eintreten müssen. Das ist auch unsere Aufgabe als CDU und genau das tun wir. Jetzt ist es so, ich kenne viele hier im Saal, viele auch noch nicht, aber ich weiß, dass jeder von uns seine eigene Geschichte hat. Jeder hat seinen eigenen Weg in die CDU gefunden und es gab einen Impuls, einen Auslöser, warum er mitgemacht hat. Bei mir war es ein fehlender Bolzplatz und ein SPD-Bürgermeister, der mir das Gefühl gegeben hat mit 16 Jahren, du interessierst mich nicht, geh bitte, ich habe hier wichtigere Dinge zu tun. Wir haben damals mit vielen Freunden eine junge Union gegründet und wenig später gab es den Bolzplatz. Und ich habe gelernt, es lohnt sich, sich zu engagieren. Und das ist das, was wir jetzt in diesen Tagen auch unseren Freunden, die Kommunalwahlkampf machen, zurufen müssen. Euer Engagement lohnt sich. Ihr seid das Rückgrat dieser Partei. Ihr sorgt dafür, dass wir Volkspartei sind in den Städten und Gemeinden dieses Landes. Und wir machen gemeinsam Wahlkampf in der Europawahl, aber auch in den vielen Kommunalwahlen, damit überall, auch in den kommunalen Gremien, Christdemokraten Verantwortung tragen. Das ist gut für die Städte und Dörfer in diesem Land. Ich selbst bin seit 1992 Mitglied der CDU. Das ist jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens. Und ich werde immer wieder gefragt, was ist denn die CDU für dich eigentlich? Und natürlich fällt mir als evangelischer Christ sofort das C ein. Das christliche Menschenbild, die Würde des Menschen vom Beginn seines Lebens schon vor der Geburt bis zu seinem Ende. Natürlich fällt mir die soziale Marktwirtschaft ein. Und dass der Mensch zur Freiheit berufen ist, zur Freiheit in Verantwortung. Wir wollen keinen Veggie-Day und wir wollen auch keine Null-Promille-Grenze, weil wir den Menschen nicht vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben, sondern wir wollen den Menschen etwas zutrauen. Das ist für mich die CDU. Und im Jahr 2014 kommt für mich ein Punkt hinzu, über den reden wir aus meiner Sicht noch zu wenig. Ich habe über das C gesprochen. Ich möchte gerne etwas zum U in unserem Parteinamen sagen, zum Gedanken der Union. Es ist die Stärke in der Gründungsphase dieser Partei gewesen, dass Menschen unterschiedlicher Konfessionen das Trennende überwunden haben, um gemeinsam etwas für dieses Land zu tun. Protestanten und Katholiken gemeinsam. Und es ist eine Stärke der Union gewesen in ihren Anfangstagen, dass wir den Heimatvertriebenen und später auch den Spätaussiedlern im wahrsten Sinne des Wortes eine politische Heimat gegeben haben. Wir haben also, wenn man so will, schon Integration gemacht. Da gab es das Wort noch überhaupt nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir das Gemeinsame suchen und nicht auf die Unterschiede schauen, die große Chance haben, dass die Union auch weiterhin die Volkspartei Nummer 1 in diesem Land bleibt. Heute hat jeder fünfte Mensch in diesem Land ausländische Wurzeln. Als ich in die Grundschule gegangen bin, da hießen meine Mitschüler Thomas, Julia, Dominik und dann war auch ein Dimitrios dabei. Wenn man heute in viele Schulen geht in diesem Land, dann heißen die Kinder Giovanni, Aische, Olga und Anne. Unser Land verändert sich. Und wenn wir weiter wollen, dass die Menschen mehrheitlich der Union vertrauen, dann brauchen wir mehr junge Leute, mehr Frauen und auch mehr Zuwanderer in der CDU. Und vor allem an die Zuwanderer ist das U in unserem Namen ein Versprechen. Es ist ein Versprechen und ein Angebot. Wer an der Erfolgsgeschichte dieser Bundesrepublik mitschreiben will in der Zukunft, wer es mit ehrlicher und harter Arbeit zu etwas bringen will, wer sich etwas aufbauen will, wer gute Ideen hat und wer dieses Land zu seiner neuen Heimat macht, der ist bei uns herzlich willkommen. Wir wollen die Union für Zuwanderer werden, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt ist es, das sage ich ganz ehrlich, für mich eine große Ehre, heute hier stehen zu dürfen. Und in den letzten Wochen haben viele Menschen im politischen Berlin versucht, mich auch in die eine oder andere Schublade einzusortieren.
Die einen sagen, der Peter Tauber, der mag Star Wars, der twittert und macht irgendwas mit diesem Internet. Der hat so eine Nerdbrille, außerdem ist er für die Gleichstellung homosexueller Paare, das ist so ein liberaler Modernisierer. Und dann gibt es die anderen, die sagen, der Peter Tauber hat für das Betreuungsgeld gestritten, er ist für das PID-Verbot gewesen, er ist Reserveoffizier, er ist überzeugter Hesse und lässt das alle wissen. Er ist also offensichtlich ein Konservativer. So viel zu den Schubladen. Beides stimmt. Es gibt Gedanken oder Ideen, denen ich mich verpflichtet fühle, die kann man als liberal bezeichnen. Und es gibt Haltungen, die ich habe, die sind im besten Sinne des Wortes konservativ. Aber ich bin vor allem eins, ich bin Christdemokrat. Und es ist aus meiner Sicht immer eine Stärke der Union gewesen, dass sie Menschen mit christlich-sozialen Überzeugungen, mit liberalen Gedanken und mit einer konservativen Haltung eine Heimat gegeben hat. Dass wir eine Einheit bilden in dieser Union, da ist schon wieder das U. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir aussenden müssen. Jetzt habe ich vielleicht, wenn Sie mir nachher Ihr Vertrauen schenken, die große Ehre und Aufgabe, Generalsekretär in einer Zeit zu sein, in der wir in einer großen Koalition regieren. Und ich bin der festen Überzeugung, wir sind gewählt, die Bundeskanzlerin hat es auch so formuliert, damit es den Menschen 2017 besser geht. Das ist der Anspruch an unsere Politik. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das erfüllen, weil wir einen Grundsatz haben. Erst das Land, dann die Partei. Und das ist auch ein Unterschied zu unserem Koalitionspartner. Das kann man an der Stelle einmal deutlich sagen. Jetzt gebe ich ja ehrlich zu, wenn ich morgens vorm Badezimmerspiegel stehe und das Radio anmache und dann spricht der Lothar Matthäus der SPD, Ralf Stegner und schwadroniert über Rot-Rot-Grün, dann fällt es auch mir gegebenenfalls mal schwer, ruhig zu bleiben. Ich habe immer ein gewisses Grundverständnis, weil Ralf Stegner und andere Sozialdemokraten immer noch nicht verkraftet haben, dass sie 25% und wir 41,5% bei dieser Bundestagswahl bekommen haben. Und deswegen habe ich mir an meinen Badezimmerspiegel, wenn der Ralf Stegner da schwadroniert oder die Andrea Nahles singt, so einen kleinen Zettel geklebt mit einem guten Vorsatz, da steht drauf, sei auch mal nett zu den Sozis, das sind unsere Koalitionspartner. Jetzt habe ich, sehen Sie es mir nach, nicht täglich Bedarf bei meiner Frisur für meinen Badezimmerspiegel. Und jetzt wissen Sie auch, warum ich mich nur alle 3 Tage rasiere, damit ich nicht ganz so oft auf diesen Zettel schauen muss. Denn ich freue mich auf den einen oder anderen Streit, den wir mit den Sozialdemokraten auch in dieser Koalition natürlich führen müssen, damit der Weg der richtige bleibt und damit das Ziel bleibt. Den Menschen muss es 2017 besser gehen. Das ist unser Anspruch. Und das muss auch so sein, wenn wir 2017 wieder erfolgreich Politik machen wollen zusammen. Wir können in alle diese Debatten selbstbewusst gehen. Warum haben die Menschen uns ihr Vertrauen geschenkt? Weil sie wissen, wir wissen, was zu tun ist in Europa. Weil sie wissen, wir stehen für den Haushalt ohne neue Schulden. Weil sie wissen, wir erhöhen die Steuern nicht für die, die hart arbeiten. Und weil sie wissen, wir geben mehr Geld für Bildung und Forschung. Weil sie wissen, dass die Mütterrente kommt. Wir haben sie versprochen. Und weil sie wissen, dass dieses Land mit Angela Merkel gut regiert wird und dass Angela Merkel dafür sorgt, dass Europa stark bleibt, liebe Freunde. Darum haben uns die Menschen gewählt. Jetzt liegen große Aufgaben vor uns. Wir starten in den Europawahlkampf. Wir haben dieses Jahr noch 3 Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Wir haben die Kommunalwahlen und ich glaube fest daran, gemeinsam können wir erfolgreich sein und die Union so aufstellen, dass wir über 2017 hinaus die Volkspartei Nummer 1 in diesem Land sind. Ein Frankfurter Bub,
Johann Wolfgang von Goethe hat mal den schönen Satz gesagt: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Und der Jedi-Meister Yoda hat es in die Worte gerichtet an den jungen Luke Skywalker: Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Ich bin der Meinung, lassen Sie uns gemeinsam tun. Wir können das. Wir sind die CDU für unser deutsches Vaterland und für Europa, unsere Zukunft. Hurra!